Ach, Gottchen. Willkommen zurück zu Elder Scrolls Online. Folge, keine Ahnung wie viel. Wir wollen als nächstes mit Razum da sprechen, weil wir sind ja schließlich in Himmelswacht und da haben wir ganz tolle Missionen vor uns. Ich habe noch keine Ahnung, was für welche. Reden wir also erstmal mit diesem unauffälligen Himmelswacht-Adligen, der hier einen dicken Questfall auf dem Kopf hat. Grüß dich. Sucht ihr Razum da? Folgt diesem mir. Ja, wer bist du denn? Kommt einfach mit. Okay, gut, dann folgen wir mal den komischen Adligen mit spanischem Akzent. Vielleicht weiß der ja durch Zufall, wo Razum da sein könnte. Ich meine, das ist ja völlig. Meine, da steht vorhin der Leiche rum, ist auch nicht schlecht. Dum, 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 dum. Oh, Mensch, auf einmal steht Razum da vor uns, ich Überraschung. Vielleicht erkennt ihr Razum da jetzt, ja? Ja, warum denn eigentlich? Das sieht aber anders, trotzdem anders, als andere Klamotten an. Warum die Verkleidung? Himmelswacht ist eine gefährliche Stadt. Ganz besonders heute. Ihr wisst vom Fest und Esteres Zeremonie, ja? Die Zeremonie ist mir nicht so ganz klar. Warum dreht sich da? Um ihre guten Beziehungen zu festigen, hat die Königin vor, Estere innerhalb des Talmor noch weiter zu befördern. Alles muss perfekt sein. Und wo ist der Haken? Das Erbe. Ras hat gehört, dass der Schleier über Himmelswacht gefallen ist. Sie planen, das Königshaus anzugreifen. Und sie wollen ein Zeichen setzen. Wir brauchen jemanden, der ihre Zelle aufspürt und sie auslöscht. Und mit jemand meint Ras euch. Mit jemand meint Ras immer mich. Natürlich. Es ist mir eine Freude, an eurer Seite zu arbeiten, meine Freundin. Fangt bei der Taverne zum Widerhaken unten an den Docks an. Benutzt den Satz, der Wein hier wird aus Trauben aus Alikr gekeltert. Ras ist sicher, dass er euch weiterbringen wird. Ja, noch irgendwas, was ich vielleicht wissen sollte? Nehmt den Ohrring, den Ras benutzt hat, um sich zu tarnen. Wir möchten ja nicht, dass jemand euch wiedererkennt. Ja, dann mache ich das mal. So, dann sollte ich jetzt diese Quest ganz so schnell machen, weil sonst renne ich den Rest meiner Tage immer, wenn ich in Himmelswacht bin, so rum. Da habe ich eigentlich überhaupt keinen Bock drauf. Hat sie das auch noch? Was kann dieser für euch tun? Ja, ich weiß nicht, du bist Koch, aber warte mal, vor allen Dingen kannst du meine Ausrüstung reparieren. Das ist eigentlich viel wichtiger als alles andere. Ich kann den Zeug verkaufen, was ist sinnlos. Was haben wir hier noch? Dedra festen, die können auf jeden Fall weg. Das war's auch schon. Verdammt, jetzt habe ich komplett vergessen. Ich wollte doch Dedras fangen. In India? Ach, das ist noch ein Koch, oder? Das ist der Köchler. Ja, willkommen in Himmelswacht. Ich habe Arbeit zu erledigen. Ja, ist ja vollkommen in Ordnung. Verdammt, da habe ich mir auch schön gedacht, ich fange mir die ganzen Scums, da kann ich jetzt mal schön ein paar Seelen einfangen. Dann habe ich das komplett verplant. Ach Mann, oh, ich bin so vergesslich. Warum stehen hier oben eigentlich mitten so im Flur Betten? Also ist das so sinnvoll? Ich meine, das ist ja doch relativ laut. Das klingt doch hier sicherlich voll hoch. Aldach Wuffrin? Das ist ein Hund. Also naja, das ist vielleicht nicht unbedingt ein Hund. Hey, ich habe die Ruinen von Kimmel C gefunden. Oh, drei Seiten. Das geht ja nicht direkt noch. Nee, aber eigentlich wollte ich hier Sirit. Nee. Wisst ihr, kann ich das eigentlich auch machen? So ein Mist hier. Warte mal, kann ich hier? Sirit hinzudrehen ist das Schlimmste. Oder Prey? Kann ich? Aber ich warte mal, kann ich vielleicht... Ah, warte mal. Prey Sit. Okay, ich kann zwar normal beten, aber doof rumstehen und dabei beten ist nicht drin. Wer ist Salaisi? Sally gibt zu, dass sie das Obergeschoss gern sauber hält. Hier ist es wärmer und es gibt weniger betrunkene Hände, die ihren Schwanz drücken. Ja, das ist... Akajit lieben ja quasi die Wärme. Sie mögen die Wärme ja nicht, nur die lieben die ja. Das ist ja... Die mögen irgendwie warmen Sand. Ach, guck mal, da ist was im Hofwurst in Estra, wie sie gerade irgendwie rumfummelt. Grüß dich! Entschuldigt mich, aber ich bin viel zu beschäftigt, um mich jetzt mit euch auseinanderzusetzen. Sehe ich, du fummelst hier irgendwo im Inventar rum oder sonst was. Oh, guck mal, ein weggeworfenes Schreiben. Werte Herrin, wie von euch gewünscht, haben wir einen neuen Versammlungsort für die Gläubigen gesucht. Wir sind der Meinung, einen solchen westlich von euer Erzstadt an der Küste gefunden zu haben. Wir haben ihm im Namen des Meisters geweiht und warten nun auf euren Segen, damit wir den groben Ort zu unserem machen können. In seinen Namen. Mhm. Wer rundes Tücke entdeckt? Was habe ich gemacht? Ich habe was entdeckt? Merunes Tücke? Ey, guck mal, hier hat's eine Katze. Merunes Tücke? Was zur Hölle? Ich lese ja einfach irgendwelche Bücher und finde hier irgendwelche Zeug. Ja, mit braunem Malz brauche ich jetzt keinen Titel. Ich habe ich wahrscheinlich schon, aber... Ja, vor allen Dingen, jetzt sehen alle aus wie dieser Typ, ne? Das hast du in Himmelswacht unglaublich oft, dass alle Leute so aussehen wie diese eine Questgestalt, weil du es halt nicht ändern kannst. Ja, vor allen Dingen bin ich jetzt leider immer noch Level 11. Das ist ein bisschen doof. Also ich bin immer noch Level 9, das ist daran so. Na gut, dann machen wir erstmal das, die Undercover-Geschichte hier. Die wird jetzt nämlich total lustig, aber beim letzten Mal bin ich ja daran gescheitert, weil ich zu unterlevelig war. Ich hoffe ja, dass... Ach, eigentlich kann ich das... Ja, ich muss hier irgendwelche anderen Quests machen, ich weiß, dass ich das nicht schaffe. Ja, aber ich mache erstmal die Quest vorne in der Ruine, weil das...
Ich weiß, dass ich die Hauptquest, da gibt es am Ende einen lustigen Kampf und der ist nicht so einfach. Also ich bin beim letzten Mal ziemlich toll daran gestorben, weil ich irgendwie alleine war und das war nicht geil. Also das ist. Ich möchte auch nicht andauernd an irgendwelchen Quests sterben, die ihr später nochmal machen, nur weil ich immer zu schwach die Quests anfange. Das mache ich am besten jetzt einmal so eine Nebenquest, die man irgendwie deutlich besser schaffen kann. Ja, Tiniger, ne, das da. Das ist Malimura, ein Akt der Güte. Ja, warte mal, reden wir erstmal mit Teliger, der müsste ja da irgendwo oben auf dem Felsen. Ja, schön, dass ihr alles im Gaul habt. Der müsste ja nicht da oben wo drum stehen und. Oh, Teliger, Mann, das hier eigentlich auch. Ja, ich glaube, ich muss frontal raus aus. Aus dem Milzwacht. Milzwacht, Zelebranten. Zelebranten. Zelebrieren, das ist. Ja, das könnte ich auch machen, trommeln. Ja, das ist, man könnte sich schon die ganze Zeit lustig hinstellen und so ein kleines Konzert machen. Das würde bloß nicht so ziemlich unharmonisch sein. Da reden wir erstmal hier noch Runde mit. Das ist ja relativ leicht zu erreichen. Das ist ja schon wieder Nacht. Ich glaube, der Sternenhimmel sieht übrigens, das haben Damen ja überhaupt keine Rücksicht drauf gegeben, dass diese komische Käsecremer-Kerbe da eigentlich irgendwo anders sein müsste und nicht unbedingt auf den Nirn. Haben die komplett ignoriert. Weil, war ja irgendwie der gleiche Himmel wie der hier ist. Wollen wir ja diesen Typen hier finden. Ah, ist düster, ich sehe nichts. Also auf jeden Fall der Typ, der von mir gemerkt. Ja, genau, da oben steht da. Ich muss mich jetzt ein bisschen hin. Achso, gut. Ich sehe es schon. Sirinki. Achso, das ist ja mit der. Meine Talente liegen nicht bei der Anwendung. Ja, mit der habe ich ja schon geredet. Die war ja das mit dem Mikro rum. Ja, das probieren wir gleich mal aus. Also die komischen Geister kriege ich ja zumindest tot. Also insofern sollte das hier klappen. Ich finde, dass ja alle anderen Leute auch Level 9 sind. Das gibt mir ja schon mal viel Hoffnung. Wie viele Leute hier schon wieder rumstehen? Warum hat er nicht so ein komisches Zeichen daneben seinen Namen? Egal. Er ist auch kein Elf, nebenbei bemerkt. So, grüß dich, Tilinger. Ah, endlich. Ihr müsst mir meine Vorräte mitgebracht haben. Legt die Tinte und die zerbrechlichen Gegenstände einfach hier ins Zelt. Ihr könnt die größeren Waren mit meinen Assistenten abladen. Ja, nee, ich bin hier nicht für Vorräte zuständig. Wirklich? Das ist das letzte Mal, dass ich diesem Boss mehr irgendetwas anvertraue. Das passt aber ins Bild. Etzduin war nur eine Katastrophe nach der anderen. Erst die Geister, jetzt die Vorräte und zu guter Letzt werden auch noch meine beste Gelehrte und ihre Mannschaft vermisst. Ah ja, wir haben übrigens das erste Mal, dass sich eine Synchronstimme wiederholt. Ich ahne ja Schlimmste, es werden Leute vermisst. Bei den Sternen, ja. Andeven und ihre Mannschaft sind irgendwo in den Ruinen und suchen nach dem Malarimora. Sie müssten längst zurück sein. Wenn ihr nicht mit Vorräten hier seid, könnt ihr vielleicht nach ihnen suchen gehen? Ja, das werde ich immer machen. Im besten Falle? Haben Sie Mora gefunden? Ich möchte nicht über den schlimmsten Fall nachdenken. Zu viele Ungewissheiten. Ja, wer bist du gleich nochmal? Was für eine absonderliche Frage. Aber wenn ihr darauf besteht... Ich bin Telengir, der Artefaktor. Ein bekannter Denker, Schriftsteller und Entdecker. Etzduin ist mein jüngstes Unterfangen. Ich werde der Magiergilde noch mehr Ruhm und Ehre bescheren. Schriftsteller ist er. So. Und ja, warum bist du hier? Ich bin auf der Suche nach dem Malarimora. Ich werde es dem Rat überreichen und den gerechten Lohn dafür ernten. Das ist also das tolle Artefakt, was du erwähnt hast, oder wie, oder was? Gut aufgepasst. Ja, das Malarimora ist ein uraltes Relikt, ein Talisman. Seine Macht hat jedem hier das Leben genommen. Es hat ihre unsterblichen Seelen verflucht. Und deswegen laufen die Geister rum? Nein, sie waren noch nicht hier, als wir ankamen. Es ist zwar nur Spekulation, aber ich gehe davon aus, dass jemand das Mora wiederentdeckt hat. Die Störung des Talismans hat auch die Ruhe der hier gebundenen Toten gestört. Also irgendjemand sabotiert hier rum, höre ich das rund. Wer ist jetzt Andeven? Sie war eine meiner besten Schülerinnen. Höchst talentiert. Sie ist inzwischen ein hochrangiges Mitglied der Magiergilde. Die Meisterin der Incunabula. Sie steht dem Arcaneum in Himmelswacht vor. Ja, was macht sie hier draußen? Sie unterstützt mich natürlich. Andeven ist eine echte Wissenssucherin. Ihre Bücher mögen ihr am Herzen liegen. Aber die Feldforschung war ihre erste große Liebe. Und was war das eben für ein Wort? Incunabula. Sie leitet den Zweig für Forschung und Ausbildung. Ein sehr begehrtes Amt. Eines, das die meisten meiner Schüler anstreben, aber nur die wenigsten je erreichen. Und ist von der Mannschaft noch irgendwo jemand da draußen? Ja, jetzt, wo ihr es erwähnt. Sirinke, eine meiner Schülerinnen, hat etwas über das Befreien der Geister gesagt. Sie denkt in keiner Weise so analytisch wie Andeven. Ich denke, sie ist unten in unserem Feldlager. Ich bin sicher, es geht ihr gut. Jo, aber die hat immer ein super tolle Mikrorunen erschaffen. Ich find Mikrorunen klasse. Ganz ehrlich, also Mikrorunen finde ich viel cooler als irgendwelche Geister. Das ist ja nicht eine riesengroße Errungenschaft, wenn man da Mikrorunen hat. Dann kannst du ja eigentlich viel mehr Zauberei... Warum blitzt es denn hier so viel?
Dann kannst du viel mehr Zauberei auf wenig Platz machen. So, jetzt erstmal Seelen fangen. Kann ich die Seelen von den Geistern fangen? Das will ich ausprobieren. Ich brauche mal einen einzelnen vor allen Dingen. Geisterhafter Verwüster. Moment. Ne, der will nicht mit mir reden, oder? Achso, was? Aber ich will mit ihm reden? Hallo? Okay, der möchte mich nicht aggroen. Ich brauche jemanden, der mich aggroht. Ja, hier, der da vorne. Perfekt. So, Seelenfalle drauf. Hat das noch Hochschütze? Was ist ihr denn? Hui! Eben die welche Phrase mal hochkriegen und. Na gut, das ist jetzt. Leck. Achso. Das zählt nicht als Töten, oder? Ihr habt meinen Fluch aufgehoben. Ich kann jetzt meinen Frieden finden. Ja gut, das zählt leider trotzdem nicht als Töten. Das bringt mir ja nichts. Kann ich jetzt wieder ihn da angreifen? Nee. Na gut. Bin hier. Ah, hier. Dann muss ich auch gar keinen Mana daran verschwenden, hier irgendwelchen Mist zu machen. Dann kann ich auch gleich die Viecher umhauen. Und kann mir viel Arbeit ersparen. Ich habe uns andere Wegen gefunden. Die steht schon da vorne. Oder jetzt hier? Mikrogravuren. Nee, was ich gerade sagen wollte, wenn du... Er ist fort. Ich verdanke euch meine Freiheit. Hab Dank. Ja, bitte. Das ist ja eigentlich... Das heißt, man kann ja wahrscheinlich viel mehr Gravuren raufhauen auf so normalen Steinen als normal. Wenn man Mikro... Das ist ja eigentlich... Ich finde, das ist ein ganz schöner Durchbruch. Den sollte man ruhig mal... Wahrscheinlich gibt es da noch viel mehr Anwendungen. Das hört sich für mich ja nicht ziemlich revolutionär an, so Mikro-Runen. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass das ist total das praktisch wahr? Ist. Befreit vom Fluch des Malarimoras. Also das Malarimora scheint auf jeden Fall eine klasse Sache zu sein. Na gut, die komischen Geister sind hier anscheinend doch nicht so die Riesenbedrohung. Also ich könnte mir Schlimmeres vorstellen. Ich dachte, ob ich ein bisschen besser auf mich freuen, das hier. Das Malarimora gut. Bindet mich nicht länger. Hab Dank. Ach, geisterhafter Scharfblickern? Das ist ein Unterschied. Also ich kann immer nur... Das greift mich zum Glück immer nur einer aus der Gruppe an, was ganz angenehm ist. Aber ganz ehrlich, das hätte hier auch ruhig ein viel weniger sein können. Also das ist, na. Mikrogravuren. Ich dachte, das sei mein Geistergrab. Hab Dank, dass ihr mir meinen Frieden gegeben habt. Geistergrab. Wir haben ja auch Begriffe ausgedacht. Das klingt wahrscheinlich auf Englisch wieder cooler als alles andere. Ghost Grave? Naja, eigentlich nicht wirklich. Geistergrab. Mal schauen, die Leute ja Ideen. Ach, guck mal, das geht ja eigentlich relativ fix, das mit den Mikrogravuren. Ist es wahr? Ihr habt den Fluch gebrochen. Ich danke euch, Tag. Also, die Mikrogravuren scheinen hier wirklich effizient zu sein. Vor allem, mit wem unterhalten sich die Geister hier eigentlich? Ah, gut, das ist, Ach, schön, dass das Spiel mir immer noch Tipps gibt, wann ich blocken soll. Das ist sehr praktisch. Das Malarimora bindet mich nicht länger. Jo, ist doch schön, oder? Also, die scheinen in dem Fluch ganz schön hart zu leiden, die Geister hier. Das ist auch scheiße, wenn die einfach darauf verdammt bist, hier einfach drum rumzustehen. Man kann ja auch nicht viel machen, außer Leute angreifen. Ey, mich nicht angreifen, komm mit. Was ist das? Der Fluch ist weg? Ja, siehst du mal. Aber wie kann ich nicht alle retten, so wie es ausschaut? Ich kann ja die Hälfte aller Viecher, die hier... Ach, guck mal, der Geist hat hier gerade irgendwie rumgefucht in den Kopf. Die scheint tatsächlich zu leiden. Na, komm jetzt hier. So, jetzt hier. So, jetzt noch einen, dann haben wir es richtig geschafft. Der Fluch ist weg. Ja. Endlich habe ich meinen Frieden. Ist schön, oder? So, jetzt noch einen und dann haben wir es auch hinter uns. Nicht hier. Nicht mich Quatsch machen. Alter, wenn wir mich rollen, hat er gerade meinen Geist weggefarmt? Du Arsch! Da kommt ja so ein... Oh Mann, ey. Was soll denn das? Das war mein Zehnter. Und da kommt ja einfach so ein dummer Ork an und haut das Vieh. Und was soll denn das? Das finde ich echt nicht freundlich, weil ich kann die hier selber nicht töten. Oder das reicht doch gar nicht. Jetzt kann ich hier... Ja, troll dich, du komischer Ork hier mit deinem Mikro. Eine Last wurde von mir genommen. War das überhaupt ein Ork? Und der Frieden wird mir gehören. Hab Dank. Jo, kein Problem. So. Ich muss mit euch reden, Reisende. Trifft mich beim Eingang des Gewölbes am Rand der Ruine. Koranduil Dure. Naja, gut. Machen wir das auch gleich nochmal. Aber erstmal finde ich Andeven. Ich meine, die zu finden ist nicht so übermäßig schwer. Die steht ja da vorne. Nee, das ist der Geist, mit dem ich reden soll, oder? Nee, das ist Andeven. Grüß dich. Die steht hier am Latter. Nun? Aha. Ja, grüß dich, Andeven. Was ist denn hier los? Ihr seid nicht tot. Damit seid ihr meine neue Freundin. Ja, Olle Tillinger schickt mich. Was ist hier los? Den Sternen sei Dank für diesen alten Mann. Kanye ist verletzt und einige Leute aus meiner Mannschaft wurden verschleppt. Wir müssen sie zurück zum Lager bringen. Jetzt, da ihr hier seid, können wir versuchen, von hier zu verschwinden. Und wer hat eure Leute verschleppt? Einige der Geister sind aufgetaucht, haben meine Forscher gepackt und sind dann verschwunden. Wir müssen in den Unterbau gelangen. Ich wüsste nicht, wo sie sonst sein sollten. Ja, womit kann ich da helfen? Vielleicht. Wir waren hier draußen auf der Suche nach Runen. Zusammen ergeben diese Runen einen Schlüssel,
Wir brauchen nur noch zwei weitere. Schaut euch um. Ich treffe euch am Eingang zum Unterbau von Edsduin. Ja, ich bemühe mich dann mal. So gut, dann haben wir jetzt... Ja, ist das hier eigentlich ein Schild, ein Geisterding? Die zaubern hier die ganze Zeit so lustig umher. So, warte mal. Geister mal leiden. Das ist genau mittig. Das ist natürlich auch irgendwie unpraktisch. Also meine Runen sind links rechts und mein Geist steht hier von der Mitte. Naja, ich spreche aber trotzdem mit meinem Geist. Weil die anderen Viecher hier scheinen mich ja nicht angreifen zu wollen. Die leuchten immer so schön, die Geister. Verwüsterin? Was ist denn denn? Kollege. Nee. Ach, der Geist ist... Warte mal, hier, den kann ich doch jetzt... Den kann ich doch jetzt sicherlich fangen, oder? Aua, sag mal. Was soll denn sowas? Ich will nicht weggestoßen werden. Ich CC hier. Nicht du. Also, So, hab ich jetzt? Nö, gut. Ich hab doch eigentlich einen großen Seelenstein bei, warum funktioniert das jetzt nicht? Nun gut, dann gucken wir mal, was der Ronaldildure zu sagen hat. Grüß dich. Ich habe gespürt, wie die Verfluchten von diesen Ruinen angezogen wurden. Ebenso wie ich spürte, wie eure Berührung sie wieder nach Aetherius entließ. Und wer bist du? Ich bin Quaronaldil. Ich war einst ein Mitglied der stolzen Dure-Familie, die nun ihrer Schande wegen an das Antlitz Nirns gefesselt ist. Ich hatte das große Unglück, Esanion Dure, meinen Bruder, zu nennen. Und wer ist Esanion? Die Geschichte meines Bruders ist traurig. Belassen wir es dabei, dass er für die Seelen verantwortlich ist, die in diesen Ruinen gefangen sind. Sein Eiferertum hat diese Seelen zu ewigen Qualen verdammt. Also eigentlich sind Geister ja saumäßig praktisch, wenn man irgendwas mit Geschichte erfahren will, oder? Wenn man da irgendjemanden hat, der 1000 Jahre alt ist, der ist doch... Na gut, kommt drauf an, wie gut sich so ein Geist daran erinnern kann, aber da die ja scheinbar nicht an irgendwelche physischen Gewandheiten gebunden sind, ist prinzipiell das Gedächtnis von so einem Geist ja halbwegs zuverlässig. Da ist doch für jeden Historiker, wenn du irgendwo so einen Geist in so einer Ruine findest, an dem du schwören kannst, muss der doch eigentlich große Klasse sein. Du kannst ihn halt alles fragen, wenn er bereit ist zu kooperieren. Das ist natürlich das große Problem. Aber prinzipiell kannst du da einiges an Infos rausholen. Na gut, was willst du von mir eigentlich? Als ich noch unter dem Himmel wandelte, war Edsduin die Heimat vieler mächtiger Magier. In diesem Gewölbe gibt es ein magisches Gitter, das von seinem Zweck her diesem Kristall sehr ähnlich ist, den ihr mit euch führt. Es ist nur viel, viel mächtiger. Das klingt irgendwie so, als würde er mich gerade zum was überzeugen, was mir nicht gefällt. Ja, das könnte also Sering benutzen und ja, das da. Genau. Eine Hürde gilt es allerdings zu nehmen. Ein Rätsel, das Zauberwerk des uralten Magiers schützt. Drinnen sind 13 Platten um eine Truhe herum ausgelegt. Man muss die richtigen 4 aktivieren, um auf das Gitter zuzugreifen. Jetzt bin ich aber sehr gespannt, wie gut meine Überredungskunst hier lautet, weil eigentlich müsste er es wirklich schon wissen, oder? Ich meine, er ist ja schon ein bisschen länger. So wie ich den Magier kenne, kann ich nur raten. Die Platten stehen für die großen Sternzeichen. Er schätzte die Wächtersternzeichen ganz besonders. Den Magier, die Diebin... Und den Krieger. Da fehlt aber einer. Na gut, ich versuch's mal damit. Viel Glück, Reisende. Das Gitter könnte die letzte Hoffnung für die Gefallenen sein. Ja, warum hilfst du mir überhaupt? Die Schande, die Esanion über meine Blutlinie gebracht hat, bindet mich an Nirn. Ich habe jahrhundertelang gehofft, seine Torheit irgendwie wieder gut zu machen. Also bist du genauso gefangen wie alle anderen. Stimmt's? Nein. Ich habe den Wahnsinn meines Bruders wachsen sehen und musste handeln. Ich wandte mich an die Wache von Himmelswacht, aber nicht rechtzeitig genug, um die Opfer seiner Verblendung zu retten. Und nicht rechtzeitig genug, um das Massaker an jeder lebenden Seele in Edsduin zu verhindern. Könnte das der Geist von seinem Bruder sein, der da unten unter Himmelswacht liegt? Naja, eigentlich ziemlich weit hervorgeholt. Ja, warum schiebst du dich dafür? Ich meine, er hat's ja immerhin versucht. Ihr versteht das nicht. Ich weilte monatelang an der Seite meines Bruders, während sein Kult wuchs. Ich hätte seinen Wahnsinn jederzeit beenden können. Stattdessen habe ich mich feige zurückgehalten. Schaut euch nur den Preis dafür an. Ja, naja, gut, scheinbar können wir das jetzt ein paar tausend Jahre... Also, wir wissen ja nicht gar nicht, wie viel später... Ich glaube, das kann man noch nicht so... Also man kann das, glaube ich, nicht so präzise nachlesen, wie lange das jetzt wirklich her ist mit der ganzen Geschichte. Also, das... Die zeitliche Einordnung, wie, also wie lange die Eileiden schon wechseln, weil das, glaube ich... Das liegt mich daran, dass es, glaube ich, gar nicht bekannt ist. Und mir fällt gerade auf, der gute Kobold ist der Level 11 und schreibt mir 2 an. Ey, ich hasse Kobolde, ganz ehrlich. Was soll denn das? Ich will zumindest gerne einen Punkt kriegen. Oh.
Kante, das hilft mich trotzdem. So. Die Aggro? Nö. Aua. Oh, scheiße, ich bin sowas. Mann! Ja, gut, das ist auf jeden Fall ein klasse Ende. Wie kein passender Gegenstand. Also, irgendwie das mit der Seelenpfeile klappt nicht so gut, habe ich das Gefühl. Naja, gut. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal.